Hallo und herzlich willkommen bei Instalot. Heute gibt es eine kleine Übersetzung von einem paranormalen Video. Ich verlinke euch alles zum Originalvideo. Einfach in die Beschreibung gehen, draufklicken, da seht ihr das Originalvideo. Ich werde nicht alles eins zu eins kopieren. Ich wurde schon oft gefragt, dies ist leider nicht möglich, auch wenn ich an andere Videos übersetze, wie zum Beispiel von Dr. Phil. Es gibt ein Copyright und daran muss ich mich auch halten. Ich kann es übersetzen, aber ich darf nicht alles eins zu eins komplett übernehmen. Ansonsten würde es natürlich da Schwierigkeiten geben, aber ich denke, das wisst ihr auch selber. Deswegen, ich versuche mal eine kleine Mischung zu machen und wünsche jetzt viel Spaß mit diesem Video der Übersetzung von Gespräche am Grab mit Shannon. Ich bin von Florida aus gereist und heute bin ich in Barking in den Carolinas, um Shannon Watts und ihre Kinder zu besuchen. Ich hoffe, dass ich mit den Geistern kommunizieren kann. Ich liebe meine Kinder mehr als alles andere auf dieser Welt und ich bin ihr Beschützer. Es ist meine Aufgabe, für ihre Sicherheit zu sorgen. Zu hören, was dieser Mann seiner Familie angetan hat, ist für mich wirklich erschütternd. Aber wir wissen, dass das Böse existiert. Ich hoffe, dass ich heute beim Besuch dieses Friedhofs nichts anderes als Frieden empfinde. Denn wenn Shannon und ihre Kinder hier sind, dann hoffe ich, dass sie das in ihrem geistigen Leben so haben. Hey, was ist los, Leute? Jodie Dean hier, Mr. Hunting the Dead. Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute, ich bin hier in North Carolina und besuche Shannon, Celeste, Bella und Baby Nico. Wie viele von euch bin ich von Anfang an von diesem Fall eingenommen. Chris Watts sitzt lebenslang im Gefängnis. Aber Shannon und ihre Kinder leben ihr geistiges Leben in der Geisterwelt für alle Ewigkeit. Ich habe diese Familie noch nie getroffen, aber ich habe so viel Liebe für sie hier. Ich bin heute mit voller Liebe, Respekt und Licht hier. Ich bin hierher gekommen, um zu kommunizieren. Mit Wünschen und mit den Kindern. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit Geistern kommunizieren kann, egal wo man sich befindet. Es ist alles eine Frage der Absicht. Es geht nur um das Herz. Aber ich bin auch hierher gekommen, um heute für sie zu beten, um zu beten, dass sie eine Art Frieden finden, eine Art Glück in ihrem geistigen Leben und dass Gott sie auf der anderen Seite zusammenhält. Es war eine sehr lange Reise für mich, aber es bedeutet mir wirklich sehr viel, hier zu sein. Und ich bin so dankbar für die Möglichkeit, dies zu tun, dass sie auf einem Friedhof liegen, der zugänglich ist und von Schönheit umgeben ist. Einfach hier zu sein, ist so magisch. Wir lieben dich, Celeste. Ist das nicht wunderschön? Das ist eine wunderschöne Gedenkstätte hier. Und wie du siehst, hat sie den Nachnamen ihrer Eltern wieder, nicht der Name Watts, auf ihrem Grabstein. Sie ist 1984 geboren. Oh wow, ich auch, am 10. Januar 1984. Gestorben am 13. August 2018. Weit vor ihrer Zeit, Mann. Und schaut euch diese kleinen Mädchen an, weit, weit, weit vor ihrer Zeit. Geliebte Tochter, Schwester, Mutter, ich mag es wirklich, wie sie diese Bilder hier haben. Wir lieben dich mehr. Das ist lustig, weil meine Kinder immer zu mir sagen, sie sagen, Dad, ich liebe dich so sehr. Und ich sage, hey, ich liebe dich noch mehr. Wir lieben dich, Bella Marie. Ich mag es, dass die Leute hierher kommen können und sitzen und reden können. Sie können trauern und sie können feiern. Ich habe früher in der Bestattungsbranche gearbeitet. Und als ich dort gearbeitet habe, haben wir wirklich einen anderen Ansatz gewählt. Wissen Sie, viele Beerdigungen, zu denen man geht, sind dunkel, düster und alle tragen schwarz, schauen nach unten, weinen, sind traurig. Es ist traurig, wenn Menschen sterben. Aber uns ging es wirklich darum, die Dinge hell zu halten und etwas Farbe zu verwenden. Jeder erinnert sich an die in ihren besten Zeiten mit ihren glücklichsten Bildern. Und ich denke, sie fangen wirklich ein schönes Licht ein. Schaut euch diesen schönen Friedhof an, der so gut gepflegt ist und so friedlich hier im schönen North Carolina. Ich habe hier etwas, das K2 Meter heißt. Ich weiß nicht, ob ihr so etwas schon einmal gesehen habt oder ob ihr damit vertraut seid. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr ihr in eurem Leben damit auf die Jagd geht, aber dieses Gerät kann uns erlauben, miteinander zu kommunizieren, weil eure spirituelle Energie es zum Leuchten bringen kann. Und wenn es einen Weg gibt, wie du deine Energie nutzen kannst, deine Kräfte hier zu nutzen, um dieses Gerät zu berühren, würde ich das wirklich sehr zu schätzen wissen. Dass ihr mir bestätigt, dass ihr mich hört, lasst mich ein bisschen näher rangehen.
Celeste, Bella, Shanann, was ist mit Baby? Oh, es hat gerade das zweite Grün getroffen. Ich weiß nicht, ob ihr Leute, also ich weiß nicht, ob die Kamera das aufgenommen hat. Es ist ziemlich hell hier draußen. Das Verrückte daran ist, dass es absolut keinen Strom um das Grab herum gibt. Es tat sich ein wenig was, als ich Baby Nico erwähnte. Es leuchtete auf. Ist der Geist von Baby Nico hier? Was ist mit Bella? Können eure Geister mich hören? Es ist definitiv heller, Leute. Ich werde die Kamera zurückhalten, damit ihr sehen könnt, dass es nicht die Kamera ist, die es zum Leuchten bringt. Es leuchtet ein bisschen, aber nicht viel, aber ich werde gleich die Spiritbox anmachen und ich werde auch den SLS benutzen. Baby Nico, du hattest keine Chance, in diese Welt zu kommen und zu leben und zu lernen, wie man spricht, aber ich habe das Gefühl, dass dein Geist es versteht. Ist das richtig? Es hat definitiv den gelben Bereich getroffen. Siehst du die Lichter auf dem Messgerät, die du ganz aufleuchten lassen kannst? Oh, es ist bis zum Orangenen gekommen. Warst du das? Okay, da haben wir es. Danke. Oh mein Gott, es ging bis ins Rote. Vielen Dank. Wow, Leute, das ist wirklich monumental. Oh mein Gott, das war verrückt. Es ist einmal ganz in den roten Bereich gegangen. Ich glaube, er ist gerade wieder nach oben geschossen. Ich habe geblinzelt und hätte es fast nicht mitbekommen. Also ich benutze gerade das Ghosttube SLS, aber ich habe mein SLS im Auto. Wir werden also sehen, ob das hier funktioniert. Es sollte uns irgendeine Art von Hinweis geben. Kann denn einer der Geister kommen und sich vor... Wow! Also wenn es dieses Geräusch macht, Leute, erkennt es Shanann, Bella, Sissy, Baby Nico, ich kann da den Geist mit dieser Kamera sehen. Ich werde mein SLS herausholen und meine teure spezielle Kamera aus dem Auto. Es hat einfach einen größeren Sensor, es ist einfach ein besseres Gerät und ich habe wirklich das Gefühl, dass wir in der Lage sein könnten, sie hier zu sehen, wenn es hier genug Energie für sie gibt. Baby Nico, um mit dem K2-Meter zu reagieren, könnte es hier genug Energie für dich geben, um dich auf dem SLS zu zeigen? Na gut, Leute, ich habe jetzt das gute SLS, also werden wir mit ein paar Beleuchtungsproblemen hier arbeiten. Baby Nico, Shanann, Celeste, Bella, könnt ihr bitte hierbleiben, damit ich ein Bild für eure Großeltern machen kann? Diese Bäume in diesem Licht ist nicht gerade das Beste. Ich entschuldige mich, wir wollen nur sehen, wie du ein Bild für alle die Leute da draußen machst, die täglich für dich beten. Könnt ihr bitte nach vorne kommen? Bitte zeigt euch, ich möchte nur mit euch reden. Ich will euch nichts Böses tun. Ich möchte euch nicht überfordern, aber ich habe hier ein weiteres Gerät, mit dem wir noch besser kommunizieren können. Diesmal werdet ihr euch selbst in Echtzeit hören können. Shanann, Bella, Celeste, Nico, sind eure Geister alle zusammen in der Geisterwelt? Yes! Tja, die allererste Antwort lautet ja. Are your spirits all together in the spirit world? Are you guys here together? Is there anything you would like to say to your grandparents? Shanann, is there anything you would like to say to your mom and dad? Is there anything you would like to say to Chris Watts? Shanann, if Chris were to hear this, what would you want him
If Chris were to hear this, what would you want to say to him? May I sit down on one of your benches here? Bella, Celeste, Nico, is there anything that you wish to say to your father? That's a real pretty picture there of you and your mother. Do you like that picture? Before I leave here today, I would like to pray with you. Would that be okay? Mom. Chris Watts is doing life in prison without the chance of ever getting out. How do you feel about that? Felt like it said death sentence. Ich fühle eine schwere, schwere Präsenz hier an dieser Gedenkstätte, an ihren Gräbern, an diesem wirklich schönen, schönen Ort. Friedhöfe haben etwas Friedliches an sich, aber dieser Ort hat etwas Überwältigendes Friedliches an sich. Und ich glaube, das mag daran liegen, dass ihre Geister hier und jetzt alle zusammen sind. Leute, ich habe es nicht auf der Kamera festgehalten, aber ich habe gerade hochgeschaut und der Baum hat fast nur geschüttelt und dann war er auf einmal ganz still. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, denn wenn man hinschaut, dann bewegt sich hier draußen nichts. Ich habe nur zufällig hochgeschaut und der Baum hat einfach so geknallt. Ich sehe keine Tiere, nichts, was den Baum zum Wackeln bringen könnte. Ich habe es nicht mit der Kamera festgehalten. Ich habe nicht erwartet, dass so etwas passieren kann, aber es ist definitiv passiert. Also, ich habe wieder ein Gerät, mit dem ihr in Echtzeit sprechen könnt. Gebt mir bitte ein Wort, bitte. Oh Bella, ich liebe diesen Namen. Wie waren eure Spitznamen? Vermisst ihr euren Opa, eure Oma? Shanann, habt ihr Glück in eurem Seelenleben gefunden? Oder seid ihr traurig? Dieses Gerät hört euch. Könnt ihr bitte direkt in meine Kamera sprechen? Keine Geräte, nichts, nur ich und du, gerade jetzt. Fühlt ihr Glück in eurer Geisterwelt? Als das, was passiert ist, mit euch passiert ist und du dich plötzlich auf der anderen Seite gesehen hast. Vielleicht habt ihr erkannt, dass ihr ein Geist seid. Was habt ihr gedacht? Ich möchte für eure Geister beten, gerade jetzt. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Ich sagte mir, wenn ich hierher komme, ich sagte mir, dass ich würde sehr für euch beten. Und das ist genau das, was ich tun möchte. In Jesu Namen, ich bete, Gott, bitte wickle deine göttlichen Hände um den Geist von Shanann und diese Kinder, Celeste, Bella und den kleinen Nico. Hilf ihnen, zusammenzuhalten. Hilf, dass ihr geistiges Leben einen Sinn hat. Wenn sie aus irgendeinem Grund noch nicht im Himmel sind. Und ich kommuniziere heute wirklich mit euch hier. Nochmals, bitte, halte sie zusammen. Lass sie nichts als Liebe, Licht, Glück und deine Wärme spüren. Auf der anderen Seite habe ich dich gebeten, auch der Familie von Shanann Kraft zu schicken. Gott, ich danke dir so sehr für alles, was du für mich getan hast und alles, was du tun wirst. Ich danke dir so sehr, dass du diese Geister leitest. Ich danke dir so sehr für deine Liebe, das Geschenk des Lebens.
und in Jesu Namen beten wir. Amen. Es war mir ein Vergnügen, euch heute hier zu besuchen, und ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr meine Anwesenheit ertragen habt. Ich hoffe, dass ich euch in keiner Weise gestört habe. Plötzlich kam ein Wind auf, den es so noch nie gegeben hat, und sobald ich gebetet habe, habe ich diese Kälte in diesem Wind gespürt. Es fühlt sich wirklich sehr schön an. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr es ertragen habt, dass ich heute hier bin. Ich hoffe, ich habe euch nicht so sehr gestört. Und ich wollte eigentlich nur für euch beten. Ich wollte nur sehen, ob ich mit euch kommunizieren kann. Und es gab ein paar Antworten, die ich mit dem Messgerät gehört und gesehen habe, von denen ich glaube, dass die möglicherweise von euch kamen. Ich weiß nicht, ob es doch ein anderer Geist war, denn ich weiß nicht, wie sich eure Energie anfühlt. Aber mein Herz sagt mir, dass wir mit euch kommuniziert haben. Und ich danke dir dafür. Und es gab wirklich einige große Treffer, wenn ich den Namen Nico aussprach. Deshalb frage ich mich, ob Nikos Geist vielleicht ein wenig mehr Energie hat. Denn nur weil er nicht geboren wurde, bedeutet das nicht, dass er keine Energie hätte und nicht wüsste, wie man lebt. Gott führt dieses Kind. Leute, ich bin Jody Dean, Mr. Hunting the Dead. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ihr eure Köpfe gesenkt habt und mit mir gebetet habt. Ich glaube, es ehrt die Toten, wenn man sie zum Sprechen auffordert und mit ihnen kommunizieren kann. Ich liebe es absolut, was ich tue, vor allem, wenn mein Herz mir sagt, dass wir uns mit demjenigen verbunden haben, mit dem ich versuche, in Verbindung zu treten. So Leute, ich würde gerne wissen wollen, wie offen seid ihr dem Paranormalen gegenüber? Interessieren euch solche Videos? Interessieren euch solche, paranormalen Investigations? Und wie steht ihr allgemein zu dem Paranormalen? Und, keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Danke fürs Zuhören. Auf bald.